herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ein neues Musical Reaction Video und bevor ich beginne, möchte ich sagen, Dankeschön für den ganzen Support auf Hashtag Nickinator. Wir sind da so viele Musical.lys sind da, das ist so krass. Es freut mich natürlich, wenn ihr immer noch weiterhin Musical.lys postet, denn es kommen immer noch weiterhin Musical Reaction Videos. Und bevor ich lange rede, fangen wir gleich an. Ich persönlich fand das Musical.ly nicht schlecht. Ich muss aber sagen, dass ich dieses, wenn immer so dieses Ocean Eyes kommt, also es ist ja das bekannteste, sagt man so mit dem Augen, glaube ich zumindest. Da öffnen wir die Augen so, man sieht schon die Wimpern und die Augen und so und das Musical.ly ist dann vorbei. Aber da hast du so ein langes Lied und du machst mehrmals deine Augen auf, ich weiß nicht wie oft, aber du drehst die in alle möglichen Richtungen und präsentierst so richtig deine Augen, deinen Eyeliner. Also so kommt es zumindest für mich rüber und ich finde, dann hat es einfach den Sinn davon nicht mehr, wisst ihr, wie ich meine? Und auch das Lied fand ich, hat einfach nicht dazu gepasst, so Ocean Eyes oder so ein trauriges Lied, finde ich, passt perfekt dazu, aber so ein glücklicheres Lied finde ich nicht ganz so passend. Das Musical.ly fand ich eigentlich ganz gut. Was heißt eigentlich? Eigentlich ist immer das falsche Wort. Ich fand deine Mimik gut, die Bewegungen haben gepasst. Das hat auf den Punkt genau, hast du dieses Boom, 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 Boom gemacht. Du hast deinen Mund so bewegt, dass man auf jeden Fall gesehen hat, dass du den Text wirklich konntest. Was bei den meisten Musical.ly einfach das komplette Musical.ly zerstört. Bestes Beispiel dafür, Nicole. Ich fand das Musical.ly gut. Fand ich mega süß, dass ihr drei euch was Süßes zusammen überlegt habt. Auch wenn ab und zu mal jemand von euch rausgekommen ist, ist das gar nicht schlimm. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Und das hat man dann auf jeden Fall gesehen bei dem Musical. Die Bewegungen waren gut, die Mimik konnte man nicht gescheit sehen, weil das Licht so ein bisschen komisch war. Aber irgendwie fand ich das trotzdem cool, dass das Licht nicht perfekt war. You so cute, girl, yeah, you is a blessing. And I'm the reason that your boyfriend keep flexing. Never stop texting every time I see your name up in my phone. I'm just picturing your body in that dress and makeup on. You don't even need the makeup. Das Musical.ly fand ich mega. Also die Bewegungen waren mega gut. Dafür, dass das Lied so mega schnell war, hast du auch echt viele Bewegungen reingebracht und es in einer Geschwindigkeit, das so schnell hinzubekommen, finde ich, ist schon nicht unbedingt einfach. Aber das war wirklich mega gut. Sowas kann ich nicht. Mit mir sollte man sowas auch nie vergleichen. Ich fand es gut, deine Mimik war gut. War alles perfekt. Du konntest den Text, was soll man noch aussetzen? Boy, you know I want your love. Your love was heavy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Ich persönlich fand das Musical.ly nicht ganz so gut und ich begründe das Ganze auch und ich möchte sagen, nicht ganz so gut heißt nicht, ich finde das Musical.ly scheiße oder zum Schämen oder ähnliches. Ich finde das Musical.ly eigentlich einfach nicht unbedingt krass gut. So. Ich begründe das Ganze auch damit, dass ich finde, dass es einfach viel zu schnell war. Du hast die Einstellung viel zu schnell gehabt, sodass du alles mega übertrieben schnell gemacht hast. Also mich nicht gepasst hat, dein Mund hat sich viel zu schnell bewegt, deine Augen haben sich die ganze Zeit irgendwie bewegt und deswegen fand ich das nicht ganz so gut. Du hattest aber eigentlich echt gute Bewegungen drin. Du hast auch einmal das so weggeschwungen. Das Problem war, daher, dass du das so schnell hast, ist es gar nicht zur Geltung gekommen. Oder auch bei einem crazy irgendwas. Ich höre keinen Text mehr wieder nicht. Hast du mega den coolen Ausdruck im Gesicht gemacht und der kam aber leider auch nicht zur Geltung, weil das so schnell war. Das Musical.ly hat mir persönlich auch mal wieder mega gefallen. Gefallen meistens auch mehr so Musical.lys, wo nicht nur einer drauf ist. Wenn man das sieht, dass die Leute Spaß haben und ihr hattet auch Spaß, ihr habt euch was Gutes überlegt. Bei Crime zum Beispiel wäre mir nicht gleich die Waffe eingefallen. Das habt ihr gut gemacht und auch das mit der Slow Motion, das ist so ein übergehendes Slow Motion, fand ich gut. Das Einzige, was ich an der Slow Motion nicht ganz so gut war, war das Hochspringen, wenn man dann eher sowas von eurem Körper gesehen hatte und nicht wirklich was von euch. Also ich persönlich hätte es besser gefunden, wärt ihr ein bisschen weggegangen einfach danach, diese Slow Motion, und hättet einfach nur gelächelt und irgend sowas halt gemacht, was sie am Ende noch gemacht hat, wo aber das Musical.ly zu Ende war. Ich fand das
Musical.ly echt gut, aber es gibt irgendwas, was dich an dem stört. Ich weiß es aber nicht, was es ist. Entweder es sind diese Bewegungen oder wie du deinen Mund bewegst oder dass du die ganze Zeit vorne und zurück gehst. Oder alles drei gemeinsam mag Nicole nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch einfach, dass die Bewegungen für mich nicht unbedingt Sinn zu den Mundbewegungen ergeben haben. An sich eigentlich gutes Musical.ly, aber irgendwas stört mich. Stört euch was an dem Musical.ly? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob es gerne stört. Habt ihr eine Kritik? Kein Hate, bitte. Wir wollen Gewinner sein, doch kann am Ende nur verlieren. Denn Gewinner stehen am Ende ganz allein da. Auf dem Podest ganz oben, es ist einsam auf dem Thron. Das Lied ist einfach mega schön, zu dem habe ich auch schon Musical.ly gemacht. Und das ist wirklich so ein Lied, was ich mega, mega feiere, weil das so eine schöne Aussage hat. Ich glaube, die Aussage hat auch viel mit dir zu tun. Also so kommt es zu mich rüber. Ich weiß nicht, was das für Hintergründe hat, aber ich möchte dir nur eins sagen. Bleib stark, du schaffst das und gib niemals auf. Das Musical.ly aber an sich fand ich gut, die Bewegungen waren gut. Auch wie du das so getanzt hast, wie du so reingekommen bist und dann hoch auch mit diesem Pokal war, gut fand ich. Oben war zwar so eine größere Lücke mit der Decke, wenn es ein bisschen weiter nach unten wäre, hätte man so einen gesamteren Blick bekommen und das finde ich besser, als wenn oben so ein Megastück übersteht, aber das ist Geschmackssache. You wanna tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me. Oha, das Musical.ly war echt gut. Also, ich fand, das hat gute Laune gemacht. Ihr wart so frisch. Ihr wart glücklich. Die Qualität von dem Video fand ich auch mega, mega gut. Die Bewegungen auch. Man hat gesehen, ihr habt Spaß gehabt. Auch am Schluss bist du noch so süß auf ihren Rücken gesprungen. Das war super einfach. Von den Bewegungen her echt krass, was du dir auch überlegt hast für Bewegungen. Die hättest du aber noch ein bisschen besser ausarbeiten können. Okay, ich weiß, irgendwann mal, wenn man das Musical.ly 15, 20 Mal gemacht hat, hat man darauf keinen Bock mehr, möchte man es einfach noch zu Ende haben. Mit dem Handy auch bei diesem hin her und dann weg. Das war echt eine gute Idee, aber das Handy hat ein bisschen arg gezittert am Anfang. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich kann Musical.ly nicht. Ich gebe es offen und ehrlich zu, also, ne? Und es ist auch nicht böse gemeint, was ich hier sage. Ich fand aber wirklich sonst was gut. Dein Mund hättest du noch ein bisschen mehr bewegen können, aber ich denke mal, dass du dich sehr auf die Bewegungen konzentriert hast und deswegen der Mund halt ein bisschen benachteiligt wurde. So, das war's jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Müser stehen hoffentlich heute Abend in der Infobox. Wenn nicht, erinnert mich so wie letztes Mal auf meinen ganzen Social Medias. Nur, ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dann. Tschüss und einen schönen Tag.